Hallo, liebe Freunde der demokratischen Erziehung. Ich habe ja in ein paar der vorherigen Videos die staatlichen Psychosadisten gegen eine demokratische Erziehung entlarvt, und zwar die Richter, die in Ulm und in Ehingen die staatlichen Psychosadisten sind und die eine demokratische Erziehung in Form des Wechselmodells unterdrücken. Und zu diesen staatlichen Psychosadisten gehört natürlich auch die Staatsanwaltschaft Ulm, weil die ist ja verantwortlich für die Anklageschriften, die gegen mich erhoben wurden, wobei es ja relevant ist jetzt gerade nur eine, es laufen ja noch andere Sachen, da habe ich noch gar nicht so viel darüber erzählt. Auf jeden Fall, bei der Staatsanwaltschaft Ulm möchte ich ihrem Fleiß gebührend zuerst die Staatsanwältin Granat nennen. In diesem Video, ich glaube, sie heißt mit Vorname Jessica, bin mir aber nicht ganz sicher. Und die Frau Granat, die hat die Anklageschrift verfasst, in der es darum ging, dass ich angeblich den Familienrichter Dr. Markus Bühler beleidigen würde, wenn ich ihn öffentlich, was ich ja gemacht habe, einen mutmaßlichen Sadisten nenne. Und dass es keine Beleidigung ist, weil es eine Tatsache ist, dass der Dr. Markus Bühler ein Sadist ist, nämlich ein staatlicher Psychosadist gegen eine demokratische Erziehung. Das habe ich in einem Video dargelegt. Und eine Staatsanwältin wie die Frau Granat, die das nicht erkennt, dass da ein Richter, ein Familienrichter, nämlich der Dr. Markus Bühler, außerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht und ein Elternteil, nämlich mich, mit dem faktischen Entzug der Kinder, ich sehe sie ja seit 4,5 Jahren nicht, bestraft, weil er andere Erziehungsvorstellungen hat als die Mutter. Und dadurch, dass der Familienrichter Dr. Markus Bühler eben mich bestraft hat als der Elternteil, der für eine demokratische Erziehung steht im Wechselmodell. Wechselmodell heißt ja gleichberechtigt durch beide Eltern. Also eine pluralistische Erziehung, wo die Eltern unterschiedliche Erziehungsstile haben können, kein Problem. Da hat der Dr. Markus Bühler die Mutter favorisiert, den autoritären Erziehungsstil hat, die also verhindern will, dass die Kinder beide Eltern gleichberechtigt haben als betreuende Elternteile nach der dritten. Und die Staatsanwältin Granat, die hat nicht erkannt, dass es ein erweislich wahrer Sadismus ist, den der Familienrichter Dr. Markus Bühler da begeht, in Form des staatlichen psychischen Sadismus durch psychische Internierung der Kinder bei dem Elternteil, der eben die richtige Erziehung hat, nämlich die autoritäre, wie sie ja vom Bundesgerichtshof verlangt wird seit 2017 durch die Rechtsprechung in dem Wechselmodellbeschluss aus dem Jahr. Und einfach rechtlich ist es natürlich kein Sadismus, ja, aber wann in der Geschichte der deutschen totalitären Staaten war denn etwas, was da gemacht wurde, schon zur damaligen Zeit widerrechtlich? Ja? Also die Nazis, die DDR, die haben immer die Gesetze gehabt, die dieses Unrecht auch zugelassen haben. Und so ist es jetzt eben auch mit dem BGH-Beschluss. Das ist jetzt kein Gesetz, sondern das ist eine Rechtsprechung. Allerdings der BGB 1627 sagt im Grunde dasselbe wie die BGH-Rechtsprechung, nämlich, dass Eltern sich einig sein müssen, ja, zumindest sollen sie es versuchen, steht im 1627 BGB, um die Kinder zu erziehen. Und der Bundesgerichtshof hat eben gesagt, wenn die Eltern getrennt sind und sich streiten über die Betreuungszeiten der Kinder, dann ist es
nicht gut, wenn die Kinder im Wechselmodell sind. Und aus der Logik heraus sind eben die Eltern, die das Wechselmodell, also die demokratische Erziehungsstruktur wollen, sind dann die Idioten aus Sicht des Bundesgerichtshofs, die nicht kapieren, dass dann natürlich die autoritäre Erziehung gelten muss. Die deutsche Staatspädagogik, die auch heute noch ihre Gültigkeit hat und eine Doktrin ist. Und dieser Doktrin gehört ganz offensichtlich auch die Staatsanwältin Granat an, die das völlig in Ordnung findet, dass Eltern, die demokratisch erziehen wollen nach der Trennung, die ihren Kindern eine pluralistische Erziehung ermöglichen wollen im sogenannten Wechselmodell, dass die eine Gefahr sind für ihre Kinder. Und wenn man einen Richter, der das nämlich so sieht, dass das eine Gefahr ist, als mutmaßlichen Sadisten bezeichnet, dass es eine Beleidigung ist. Nein, es ist keine Beleidigung. Erich Fromm hat in seinem Buch ich hoffe, ich krieg's. Wenn ihr die anderen Videos geschaut habt, merkt ihr, dass ich bei dem Titel des Buches immer stolper. Ich hoffe, ich krieg's irgendwann mal flüssig hin. Die Anatomie der Destruktivität des Menschen. Die Anatomie der Destruktivität des Menschen. Da zeigt Erich Fromm, ein sehr bekannter und renommierter verstorbener Psychoanalytiker, auf, anhand von Beispielen wie Josef Stalin oder Heinrich Himmler, also ein Kommunist und ein Faschist, wie der Staat nicht nur über körperliche Gewalt, sondern auch psychische Gewalt, beides Macht ausübt über andere Menschen, sie unterdrückt, ihren Willen bricht. Und das fasst Erich Fromm eben als Sadismus zusammen. Und die Frau Granat, die Staatsanwältin in Ulm, die findet es vollkommen in Ordnung. Also die hat es als Beleidigung angesehen, den Dr. Bühler einen mutmaßlichen Sadisten zu nennen. Dabei hätte sie eigentlich, wenn die Frau Granat auf dem Fundament des Grundgesetzes ihre Arbeit machen würde, hätte sie sagen müssen, ne, das ist ja kein mutmaßlicher Sadist, der Dr. Markus Bühler, sondern er ist tatsächlich ein Sadist. Und vom Prinzip her hätte sie sagen müssen, handelt er genauso, wie es Erich Fromm bezüglich Josef Stalin und Heinrich Himmler zeigt, nämlich eben durch die Internierung der Kinder bei der Mutter, wo die Kinder eine autoritäre Erziehung ihnen aufgezwungen wird, wo sie indoktriniert werden, ja, wo sie selber dann dazu gebracht werden, die autoritäre Erziehung als die beste zu sehen, wo sie isoliert werden von ihrem Vater und seinem Umfeld. Das ist ja genau das, was in den Gulags und KZs auch passiert ist, die soziale Isolierung. Ich sage nicht, dass der Dr. Bühler ein Faschist oder Kommunist ist. Was ich sage, ist, dass sein psychischer Sadismus die gleichen Methoden anwendet, wie es bei Stalin und bei den Nazis der Fall war, nämlich durch Internierung. Nicht Internierung, indem er meine Kinder irgendwo in ein physisches Lager steckt, sondern in ein psychisches Lager. Die Mutter hat im Grunde Stacheldrahtzäune aufgebaut, indem sie den Kindern Angst gemacht hat, sie eingeschüchtert hat, zum Beispiel gesagt hat, wenn ich euch zum Papa lasse, muss ich ins Gefängnis. Auch körperliche Gewalt angewendet hat gegen ein Kind, das eigentlich zu mir wollte. Psychische Gewalt, indem sie die älteste Tochter, die zu mir floh und mittlerweile bei mir lebt, über ein halbes Jahr nicht zu den Geschwistern ließ. Das ist auch eine Form von Isolation, ja? Psychische Gewalt. Und diese Art der psychischen Internierung hat der Dr. Markus Bühler zu verantworten. Und das ist Sadismus nach der Definition von Erich Fromm. Das ist ein Fakt. Wir kennen die deutsche Geschichte, wir kennen die russische Geschichte, die Sowjetunion, wir kennen die Geschichte der DDR. Jeder, der sagt, dass sowas Sadismus war, muss sagen, dass was der Dr. Bühler macht, auch Sadismus ist. Und das, was die Nazis gemacht haben und Stalin, dass das Sadismus ist, wird doch wohl keiner anzweifeln, oder? Also muss man ja unterm Strich sagen, dass die Staatsanwältin Granat auch eine staatliche Psychosadistin gegen Kinder ist, auch gegen Eltern, die das Wechselmodell wollen, also ihre Kinder nach der Trennung demokratisch erziehen wollen. Ja, liebe Freunde der demokratischen Erziehung, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.